Guten Morgen aus Hagensburg. Ja, wir haben 4.53 Uhr. Die 3 Tage hier im Bella Coola Valley sind leider schon wieder vorbei. Wir sagen Tschüss von unserem schönen Tiny House. War wunderschön. Und jetzt fahren wir hier nach Bella Coola zum Hafen und checken gleich für die Inside-Passage ein. Dauert circa 11 Stunden. Ich habe mich hier so wohl gefühlt. Ja, Susi hat sich hier so... Ich bin ganz traurig, dass wir schon fahren. Susi ist traurig. Und checken gleich ein für die Inside-Passage nach Vancouver Island. Dauert so circa 11 Stunden. Soll super, super schön sein. Geht durch viele Fjorde durch. Und wir sind schon ganz gespannt, was uns da so erwartet. Ja, mittlerweile haben wir 5.21 Uhr. Stehen jetzt hier am Coop Supermarkt mitten in Bella Coola. Und hier ist die Eincheckline für die Inside-Passage. Recht ungewöhnlich, würde ich sagen. Ich denke mal, wir fahren gleich im Konvoi zum Hafen. Ja, und hier hat sich mittlerweile schon ganz schön gefüllt. Ja, und die Fähre, die scheint auf jeden Fall ausgebucht zu sein. Super, jetzt müssen wir auch noch rückwärts auf das Schiff fahren. Gut, dass Ralf am Steuer sitzt. Ich wäre ja schon total aufgeschmissen. Und der Sea Wolf fliegt ab hier in Bella Coola. We'd like to welcome you aboard Eastern Ferries and the Northern Sea Wolf. We want you to enjoy the journey and be safe. So please listen to our quick safety tips. First off, every member of our crew is Transport Canada Marine Safety Certified. In the unlikely event of an emergency, Frühstück in schönster Umgebung. Ja, und im Prinzip könnte man so die nächsten 9 Stunden in der Dauerschleife filmen.
tatsächlich am Seegang. Ich habe erklärt, dass du nicht getrunken hast, sondern dass es am Seegang liegt. Ja. So, jetzt haben wir 16 Uhr, sind seit 8,5 Stunden hier auf der Inside-Passage. Eine Stunde noch bis Port Hardy. Super schöne Überfahrt, toll viel zu sehen. Wie eine Fjordfahrt in Norwegen, kann man so sagen. Aber jetzt sind wir ein bisschen auf dem offenen Meer. Und da schaukelt auch jetzt ein bisschen, aber alles im grünen Bereich. Instead of being lonely, it should have been you.